Hallo, in diesem Video zeige ich euch Teil 2 des Key-Guides. Und zwar wird in diesem Video ihr physischer Schadensbild angesprochen. Und zwar hat der weniger Mobilität als der Elektrobild. Und ihr benutzt nie ihre Elektroschadenskonvertierung von ihrem E. Das heißt, wenn euch das nicht gefällt, dass ihr euer E nicht zweimal klicken dürft, dann ist dieser Bild nichts für euch. Der Grund, warum wir diesen Bild spielen können, ist, dass eine Reaktion von Elektro mit Eis den Supraleitereffekt auslöst und der Supraleitereffekt führt dazu, dass der physische Widerstand vom Gegner für gefühlte 8 bis 9 Sekunden verringert wird und somit könnt ihr in dieser Zeit, wo ihr den draufgesetzt habt und so, mehr physischen Schaden machen. Was die Stats angeht, die ihr bei diesem Bild spielen wollt. Stat Priority ist einfach kritische Trefferchance, ist halt ziemlich wichtig. Ihr solltet zumindest sehen, dass ihr auf so einen Wert um 50-60% rumkommt. Mehr kann definitiv nicht schaden. Die zweite Priorität hat kritischer Schaden. Danach kommt Prozent Angriff. Danach Flat Angriff. Und als fünften Ausweichstat würde ich euch einfach Lebenspunkte empfehlen, weil ihr damit auch mal ein paar Attacken bekommen könnt, ohne dass ihr gleich umkippt. Aufladerate braucht sie aus meiner Sicht nicht, weil sie ihr Q immer wieder relativ schnell ready habt. Was die Waffen angeht, ihre besten Slotwaffe ist der Windfalke, weil ihr spielt einen physischen Schadensbild und der Windfalke hat physischen Schadensbonus und es ist eine 5-Sterne-Waffe mit einem hohen Basisangriff. Deshalb ist das die beste Waffe für einen physischen Key-Build. Die zweitbeste Waffe ist der moosgrüne Fels, das ist auch eine 5-Sterne-Waffe. Die Himmelsklinge und den Gipfelbrecher berücksichtige ich an der Stelle nicht, weil die Himmelsklinge hat Aufladerate, würde ich also nicht empfehlen dadurch. Und der Gipfelbrecher kommt wieder dazu, dass man einen eigenen Spielstil damit spielen muss. Und ich besitze den nicht, deshalb kann ich den auch nicht zeigen. Deshalb fallen diese 5-Sterne-Waffen an der Stelle raus. Also halten wir bei 5-Sterne-Waffen fest. Beste Waffe Windfalke, zweitbeste Waffe moosgrüner Fels. Wenn ihr die jetzt nicht habt, was spielt ihr dann? Dann könnt ihr einmal, wenn ihr den Erlebnispass gekauft habt und die Waffe besitzt, das schwarze Schwert spielen. Das hat KT als zweiten Stat, also kritische Trefferchance. Und bewirkt halt auch, dass ihr euch noch heilt dabei. Und wenn ihr das schwarze Schwert nicht habt und die Free-to-Play-Variation haben wollt für den physischen Key-Build, dann ist es der Steinschneider-Prototyp, den ihr einfach nur beim Schmied herstellen könnt, weil der hat einfach Angriff mit physischem Schadensbonus kombiniert. Ihr erhöht einen Angriff mit Standardangriffen und heftigen Schlägen und das ist stapelbar. Und ihr macht halt mit einem physischen Bild, sobald ihr den Supraleiter-Effekt auf dem Gegner drauf habt, ganz viele heftige Attacken hintereinander. Somit stackt ihr das auch schön hoch und ihr nutzt euren physischen Schadensbonus direkt aus. Das erstmal zu den Waffen. Dann bei den Artefakten zeige ich euch erstmal, was für Stats ihr haben wollt. Ihr wollt auf dem Zeitglas Prozent Angriff als Hauptstat haben. Ihr wollt auf dem Kelch physischen Schadensbonus haben. Ich habe, wie gesagt, keinen physischen Schadensbonus-Kelch. Ich selber spiele sie auf Elektro, auch weil ich einen super Elektro-Kelch habe. Aber wenn ihr sie auf physischen Schaden spielen wollt, braucht ihr hier irgendwann einen guten physischen Schadensbonus-Kelch. Solange benutzt ihr halt Prozent Angriff. Und für den Kopf, ich benutze in meinem Fall ein kritisches Schadenskopfteil. Wenn ihr zu wenig kritische Trefferchance haben solltet, dann tut ihr natürlich hier an der Stelle kritische Trefferchance reinhauen. Also das kommt ganz drauf an, ob eure kritische Trefferrate auch ohne einen Hut 50-60% erreicht, damit ihr auch wirklich oft genug krittet, weil wenn ihr keine kritische Trefferchance habt, dann lohnt sich Crit-Schaden natürlich gar nicht. Weil der kommt ja nie zum Einsatz. Was die Artefakt-Stats angeht, beziehungsweise die Sets. Die Sets ist einmal das Donnerbändiger-Set. Und ja, ihr spielt einen physischen Schadensbild, aber
Das Set erhöht beim Vierer-Effekt bei elektrobetroffenen Gegnern den zugefügten Schaden um 35%. Elektrobetroffen heißt einfach nur, dass ihr den Elektro-Debuff drauf habt. Und den Elektro-Debuff könnt ihr draufhauen, indem ihr einfach ihr E drauf macht. Und ihr habt dann auch eine heftige Attacke drauf und habt ein Elektro-Element ausgelöst. Ihr könntet in euer Team Fischl oder Beidou mit reinnehmen. Fischl könnte euch mit ihrem Raben unterstützen und somit versucht ihr halt dauerhaft Elektro auf dem Gegner drauf zu haben, um diese 35% mehr Schaden zu machen. Dafür müsst ihr kein Elektro-Build spielen. Es ist einfach nur schwieriger, die Uptime von dem Elektro-Effekt zu halten, weil klar, wenn ihr nicht ordentlich durchswitcht und eure Fähigkeiten durchrotiert, kann es dazu kommen, dass der Gegner keinen Elektro-Effekt mehr drauf hat. Und die zweite Schwierigkeit ist, wenn ihr den Supraleiter-Effekt auf den Gegner setzt, um den Gegner diesen physischen Widerstand zu verringern, ja, dann ist das Ding, ihr haut Elektro plus Eis drauf, das ist eine Eis-AOE und diese Eis-AOE tut den Elektro-Effekt entfernen. Das heißt, wenn ihr diesen Supraleiter-Effekt drauf habt, müsst ihr wirklich den Charakter kurz switchen auf Fischl, ihr müsst den Raben machen und dann eure heftigen Attacken auf den Gegner durchbringen, sonst kommt dieser Effekt nicht zur Geltung. Was man halt als Alternative machen kann, ist eine 2-2er-Kombo. Und zwar spielt ihr einfach einen Zweier-Gladiator, was euren Angriff um 18% erhöht. Das hilft euch natürlich immer. Da sind keine Bedingungen dran geknüpft. Und dazu tut ihr bei dem blutigen Weg des Ritters, also beim blutbefleckten Set, noch zwei Teile dazu. Die erhöhen dann euren verursachten physischen Schaden. Klar, ihr macht ein physischen Schadensbild, Angriff und physischer Schaden. 2-2er-Set, Gladiator, Weg des Ritters. Klingt wunderbar. Was ihr auch machen könnt, und da erkläre ich euch auch, warum dieses Set nur auf der dritten Stelle ist, unter dem, was man kombiniert aus meiner Sicht, ist halt der blutige Weg eines Ritters im Vierer-Set. Und zwar ist der vierte Teil: beim Besiegen von Gegnern habt ihr 10 Sekunden lang keinen Ausdauerverbrauch bei heftigen Schlägen und ihr verursacht 50% Schaden. Aber dieser Haken am Set ist, beim Besiegen von Gegnern, ja, wann besiegt ihr Gegner? Nicht unbedingt bei Bossen. Wenn ihr jetzt einen Boss macht, kommt dieser Vierer-Set-Effekt gar nicht zur Geltung, ja. Das heißt, er kommt nur zur Geltung, wenn ihr die ganze Zeit innerhalb von 10 Sekunden immer wieder ganz viele kleine Monster oder zumindest irgendeinen Gegner besiegen könnt, ja. Und deshalb ist dieses Set nur an Stelle 3. Wenn ihr natürlich richtig starke Stats habt und ihr sagt, ihr wollt vielleicht auch die Artefakte tauschen für Content, wo viele kleine Gegner rumstehen und dieser Effekt oft zur Geltung kommt, dann könnt ihr euch natürlich sowohl einen Zweier Gladiator mit einem Zweier Ritter und zum Ausweichen einen Vierer Ritter bauen. Ich würde das All-Around-Set mit zwei Gladiator und zwei Ritter einfach vorziehen. Und wenn ihr dieses Ritter-Set halt noch gar nicht gefarmt habt, aber halt, weil ihr eure Charakter aufgewertet habt für die Aufstiege und da viele Anführergegner gefarmt habt, ganz viele Gladiatoren-Sets habt, dann ist halt die vierte Wahl und das, womit ihr auch halt ganz einfach anfangen könnt, wenn ihr euch im Spiel gerade hochlevelt, ein Vierer-Gladiator-Set. Ein Vierer-Gladiator-Set erhöht den verursachten Schaden mit Standardangriffen, wenn ihr einen Einhänder tragt. Ke trägt einen Einhänder, also gilt das Artefakt-Set für sie um 35%. Also ist meine Empfehlung halt, ihr fangt mit einem Gladiator an. Ihr seht dann zu, dass ihr von einem Gladiator auf zwei Gladiatorteile und zwei Ritter kommt. Von den Blutbefleckten. Und wenn ihr dann wirklich im Endgame seid oder halt den Harz dafür ausgeben möchtet und sie mit Fischl zusammenspielen wollt, um den Elektro-Debuff drauf zu halten, dann farmt ihr euch das Donnerbändiger-Set. So, und dann kommen wir auch schon zum Teambuilding. Und zwar ist das Ding, ich habe es ja jetzt schon angesprochen, beim Donnerbändiger will man Elektro draufhalten. Da würde ich euch Fischl empfehlen mit einem Ice-Charakter. In meinem Fall ist das Kaya und dann als vierten Charakter habe ich als Buffer Bennett dabei. Bennett macht in diesem Fall halt einfach immer nur seinen Q, um das Team mit dem Angriffsbonus zu bedecken. Am besten habt ihr dafür Bennett auf Sternbild 1. Ihr könntet alternativ auch Fischl durch einen zweiten Elektro-Charakter ersetzen. Ihr könntet Fischl halt einfach durch Beidou ersetzen, halt zum Beispiel. Oder ihr nehmt eine Diona da mit rein, eine Kiki, dass ihr dann mehrere Eis habt. Ihr könntet aber auch hingehen und sie durch Rose ersetzen und dann zum Beispiel versuchen, die Effekte mit Verwirbelung auf dem Gegner aufrechtzuerhalten.
Aber meine Standardempfehlung für ein Team wäre genau das, was wir jetzt hier sehen. Und ich zeige euch jetzt einmal den Stil. Ihr geht halt zu diesem Ruinenjäger hier hin, ihr macht das drauf, ihr macht das drauf, dann macht ihr den Raben und ihr macht einfach nur heftige Attacken. Und wenn ich jetzt einen Donnerbändiger-Effekt-Set hätte, ihr seht, dass der Debuff die ganze Zeit von Fischl auf dem Gegner drauf ist. Und ich mache einfach nur Standard-Attacken. Dann refresht ihr das, indem ihr Kaya E macht und ihr E. Und ihr versucht so viel physischen Schaden wie möglich drauf zu halten, während das on Cooldown ist. Und euren Gegner somit down zu ziehen. Also immer mal wieder darauf achten, dass ihr alle 8 bis 9 Sekunden switcht und in der Zwischenzeit eure Auto-Attacks bzw. eure heftigen Schläge reinsetzt. Das ist der Spielstil von einem physischen Set. Also, ihr geht auf den Eischarakter E, dann mit ihrem E macht ihr den Supraleiter-Effekt, ihr macht mit Fischl, wenn ihr Donnerbändiger habt, eine Quelle, womit ihr Elektro auf dem Gegner aufrechterhalten könnt, geht auf sie und ihr setzt eure heftigen Attacken daraus, bis eure Ausdauer leer ist. Guckt, dass ihr ein bisschen dabei ausweicht. Wenn eure Ausdauer leer ist, macht ihr einfach Standardangriffe. Und wenn die Cooldowns abgelaufen sind, beziehungsweise ihr das Gefühl habt, 8 bis 9 Sekunden sind vorbei, dann wechselt ihr wieder durch und setzt einen neuen Supraleiter-Effekt drauf, damit der physische Widerstand dauerhaft verringert bleibt. Und zwischendurch könnt ihr halt Benny zum Buffen benutzen, den könnt ihr in die Combo mit reinbringen. Ich habe es jetzt hier nicht gemacht, weil es mir einfach wichtiger war, kurz zu zeigen, wie diese Effekte abgehalten werden. Also wenn ihr jetzt in den Fight reingeht, könnt ihr natürlich auch hergehen. Ihr setzt seine Zone, dann macht ihr den Effekt drauf. Die Gegner müssen natürlich in der Zone drin sein, ne? Aber ihr könnt die Zone halt als erstes setzen. Oder die Gegner halt reinlaufen lassen. Ja, ihr lasst die Gegner reinlaufen. Da ist der Supraleiter. Er kriegt den Bonusschaden. Ihr seht, der kriegt eine ganze Menge Schaden hier an der Stelle. Auch ohne Bennys Buff. Und so könnte dann halt euer Team für den physischen Key Playstyle aussehen. Und das war's auch schon für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was draus gelernt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sag mal bis zum nächsten Mal.